Hi, Minasan. Jetzt nochmal. Nicht schon lachen. Hi, Minasan. Konnichiwa. Lena des. Kyou wa Nihon no benni na attaka gutsu nitsuite no douga o tsukuritai to omoimasu. Doitsu wa samukute. Nihon ni samazama na attaka gutsu ga arimasu node, sore wa kyou ryoushin ni shoukai shinagara chotto tsukatte moratte, chotto hannou toka ikken o kikitai to omoimasu. Weil wir ja hier in Deutschland sind und es sehr, sehr kalt ist, ja, habe ich gedacht, ich bringe euch ein paar tolle Wärmefunktionssachen aus Japan mit. Und ich persönlich benutze die immer, hauptsächlich beim Skifahren oder einfach, wenn es kalt ist und wir irgendwo länger draußen unterwegs sind oder sowas. Und es gibt tonnenweise. Ich habe jetzt einfach mal eine kleine Auswahl mitgebracht, was man eben so findet. Die findet man, sobald es kälter wird in Japan, in allen möglichen Convenience-Stores und Supermärkten und Drugstores und überall werden die verkauft. So, das Allertypischste ist das hier. Das sind Kairo, heißen die. Warum die so heißen, weiß ich nicht. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Ach so. So, da hast du hier so ein Tütchen. Und wenn du das... Also Tütchen, das hier ist Mini-Größe, die gibt es auch in größer. Und wenn man die aufmacht, dann ist das so ein Tütchen mit so komischem Puder drin. Ah, und wenn du es anfasst, ist es nicht warm. Nein. Ganz normal. Aber wenn du das so hast und dann ein bisschen schüttelst und ein bisschen wartest. Für die Handschuhe oder so? Ja, für die Hände. Hände, für die... Taschen, wenn du die Hände in die Taschen tust oder so. Oder du kannst sie wirklich direkt in die Handschuhe reintun zum Beispiel. Aber, also mein persönliches Problem mit diesen Dingern ist, wir sehen das jetzt gleich, die werden nicht so wahnsinnig warm. Ach so, nur lau. Ja, da steht hier Höchsttemperatur 70 Grad, Durchschnittstemperatur 55 Grad und halten für 10 Stunden. Oh. Ach so lang. Genau, also die halten schon lange. Aha. Aber die 55 oder 70 Grad haben die Dinger, die ich so benutze, nie erreicht. Das ist so ein bisschen lauwarm, etwas wärmer als deine Hände, aber... Nee, da ist gar nichts. Genau. Vielleicht brauchen die, keine Ahnung, ein bisschen Feuchtigkeit oder durch was reagieren die? Ich dachte immer, die reagieren an Luft, deswegen sind die ja luftdicht eingeschweißt. Tja, weiß ich nicht. Wir warten mal kurz ab. Und hier steht, nicht zum Schlafen zu benutzen, nicht... im Kotatsu benutzen, das sind diese Tische mit dem Heizer und auch nicht benutzen vor einem Heizofen oder sowas. Ja, aber die sind überhaupt nicht warm. Sind die alt? Nee, die habe ich ganz neu gekauft. Vielleicht muss man sie kneten? Ich weiß nicht, irgendwann werden sie dann warm, aber wie gesagt, nicht wirklich heiß, keine 70 Grad. Nee, das ist lau, nicht mal lauwarm. Naja gut, es wird jetzt schon wärmer. Aber ja, aber das, nicht wirklich. Nein, das nur sozusagen draußen hättest, ja, ohne dass du Handschuhe oder irgendwas anhast, die Dinger werden schon warm. Und 40 Grad ist 3 Grad wärmer als Hauttemperatur. Ich so eben Handschuhe anziehen. So lauwarm, dass es nicht genug Wärme gibt. Also ich persönlich mag die auch nicht, weil ich auch nicht finde, dass die warm genug sind. Es gibt jetzt so eine andere Art von diesen Dingern. Die sind zum Aufkleben. Wohin? An den Rücken zum Beispiel. Ah. Und dann wärmt das wunderbar den ganzen Körper dadurch. Ja, das war ein Stück. Papa, willst du, dass ich dir an den Rücken ein Wärmeding hinklebe? Ja, mach mal. Mach mal. Du musst jetzt sagen, wo? Da unten. Ja. Nee, auf die Klamotten, nicht auf die Klamotten. Was? Auf die Klamotten? Ja, da. So. Okay. Und dann wird's warm. Du darfst dann Bescheid sagen, wenn es warm wird. Und wie viel? Also wenn ich Snowboarden oder Skifahren gehe, dann habe ich immer so, diese gibt es noch kleiner zum Aufkleben. Die klebe ich mir hier oben auf die Hände drauf. Ich habe 2 Lagen Handschuhe. Ich ziehe dünne Handschuhe an, dann klebe ich die da drauf und dann habe ich dicke Fäustlinge. Und das macht die Sache ganz, ganz wunderbar warm. Ah, wenn es echt kalt ist, dann klebe ich mir hinten an den Rücken einen dran. Und wenn es richtig, richtig kalt ist, dann habe ich die hier. Für die Füße. Das sind Schuheinlagen. Ich mache sie mal auf. Wir benutzen sie jetzt einfach nicht, aber ich kann es euch mal zeigen, wie es ausschaut. Das heißt, du tust die wirklich einfach so als Einlage in die Schuhe rein.
Und dann werden die warm und die bleiben auch 8 Stunden schön warm. Mhm. Also hier steht 39 Grad, 35 Grad ungefähr. Mhm. Also die werden nicht heiß, aber dadurch, dass es ja immer von unten quasi die Kälte kommt, ja, und das es einfach nur aufhält, dadurch ist es sehr angenehm. Das wäre ideal gewesen für den Weihnachtsmarkt. Ja, genau. So was ist es ja, ja, ideal. Und du hast gesagt, du hast noch welche. Ja, irgendwo, aber ob die noch gehen, weiß ich nicht. Solange die nicht offen sind, sollten sie eigentlich gehen. So. Die haben ein Verfallsdatum bis 2026. Uralt, ich müsste mal gucken. Mal schauen mal. Die hast du mal mitgebracht. Also, ich bin eine gute Tochter, ich bringe Sachen mit und ihr benutzt sie. Abgelaufen 2018. Okay, ja, aber vielleicht abgelaufen 2020. Okay. Was interessant ist, weil die neuen hier halten bis 2026. Das heißt, die habe ich euch mindestens mal 2015 oder sowas mitgebracht. Wahrscheinlich. Die müssen wir zunächst mal ausprobieren, ob sie noch gehen. Ja, genau. Musst du mal, wenn wir spazieren gehen, anziehen. Ja. Aber ich brauche, die sind so klein von der Größe. Die sind größer, 25 cm. Ja. Das hier sind für deine Schuhgröße. Mhm. 22 cm. Wird schon warm? Also das in der Tasche merke ich im Prinzip schon. Aber das andere. Ja, warm geworden ist es schon, aber. Also, dieses Wärmeteil einfach. Da lache ich nur drüber. Was halt auch lange hält, sag ich mal. Das ja, ist aber es nützt mir nichts, wenn ich in der Kälte stehe. Ach, wahrscheinlich. Also mir nützt es besser als nichts. Aber was kostet dann so ein Päckchen? Also, oh, das ist eine gute Frage. Die sind aber nicht teuer. Steht da nichts? Nee, bestimmt nicht. 30 Stück für 800 Yen. Diese, das hier sind 10 Stück, also sind das dann... Knapp unter 30 Yen. Unter 30 Yen? Ein Stück. Ach so. Das ist echt hinterhergeschmissen. Ja, also das einzig Blöde ist halt wirklich, dass man die nicht wiederverwenden kann. Das heißt, einmal verbraucht, muss man sie wegschmeißen. Mhm. Genau, also da gibt es hier diese aufklebbaren und die nicht aufklebbaren. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Das hier sind eben Mini-Größen, die gibt es dann eben auch in so größer. Mhm. Die für die Füße und dann gibt es auch noch welche für die Socken und für die Hausslipper. Und was ich jetzt das letzte Mal gefunden habe, wo ich einkaufen war, war dieses hier, was mich irgendwie interessiert hat. Das soll quasi zum Aufkleben sein, aber mehr um Entspannung. Genau, für die Entspannung. Mehr ein Medizinprodukt sozusagen. Genau, wenn man verspannte Schultern hat, dann kann man sich das auf die Schultern aufkleben. Sowas habe ich auch. Und dann soll das entspannen. Hat 40 Grad ungefähr. Mhm. Chili oder drin? Nichts. Nee, gar nichts. Ah, okay. Nur aufwärmen. Also entweder hier sagt er, entweder du kannst hier 2 drüber, so drüber, oder wenn du da verspannt bist, hier so quer so drüber kleben. Bist du verspannt da oben? Nein. Da unten noch mehr Pflaster gemacht? Ja, sowieso immer. Kannst du noch eins hinmachen? Naja. Nein, dann nehmen wir das eine Knieteil. Und du benutzt die auch? Nö, die habe ich gerade erst gefunden. Die habe ich noch nicht benutzt. Ich kann dir ja zeigen, was ich noch anklebe. Gesundheitsfolie. So, wie funktioniert das jetzt? Mit Batterie. Das funktioniert elektrisch, aber da ist auch nur hier vorne, du kannst es hier sehen in dem Abdruck, nur dieser Bereich ist hier sozusagen. Aber es wärmt dich alles. Das ist natürlich, weil deine Füße sozusagen von den Zehen her im Normalfall frieren. Und dann hast du hier eine riesige Batterie hier an den Schuhen. Und die musst du dann aufladen. Ja. Die Batterie, ja. Das sind die aus China, das sind aber auch halt mit Wärme und eher medizinische. Sachen. Medizinische, genau. Ja. Das sind halt auch so Klebe. Aha, okay. Also, wobei das. Wie ein Pflaster. Ja. Das ist und da ist dann Medizin dran. Ja. Vor allem und das Chili. Wärmt durch. Sehr ordentlich. Okay. Also vor allem Chili. Das Chili sorgt halt für eine Hautreizung und dadurch. Wärme. Blutzirkulation. Ja. Es wärmt nicht in sich selbst. Na, man riecht es nicht so. Ne, riecht gar nicht. Ja. Also wir können das ja dann hier das nächste Mal, wenn wir irgendwo spazieren gehen oder länger unterwegs sind, dann können wir es nochmal ausprobieren. Was sagt dein Rücken? Ja, man merkt die Wärme ein bisschen, aber hier drin ist es natürlich auch warm, ist ja der Punkt. Genau. Das ist
ist schon ein Unterschied, ob ich draußen bei 0 Grad oder weniger. Minus 3 Grad zum Beispiel. Minus 3 Grad zum Beispiel. Ja, besonders weil die zum Aufkleben ja wie gesagt nicht so heiß werden. Nee, da steht hier nur bis 60 Grad. Nein, aber hier 60 Grad, 60. 51 Grad. Fahrenheit oder Celsius? Celsius. Die Japaner benutzen auch Celsius. Ah. Also, wir haben gesagt im Fazit, die, wie so ich auch gesagt habe, die nicht aufkleben, sind nicht so der Burner. Nein. Aber der Rest ist, glaube ich, ganz okay. Können wir benutzen, oder? Ja. Hier im kalten, kalten Deutschland. Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, trotz allem, dass die Dinger sozusagen als Taschenwärmer oder ähnliches, gerade wenn sie eben auch länger halten, dann packe ich halt 2 Stück in die Tasche. So ja. Naja, die gibt es ja auch in größer als das. Die sind sehr klein. Dass das mir genau diese paar Grad Wärme gibt, die ich brauche, um dann eben nicht zu frieren. Ja, dass ich mich natürlich nicht so fühle wie im Wohnzimmer. Das ist klar. Ich würde mich gerne fühlen wie im Wohnzimmer. Besonders beim Skifahren. Also beim Skifahren, fahren selber geht's, wenn es den Lift rauf geht und es ist so kalt. Ja, ここでこの動画を終わりにします。楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。